in dem Spiel so extrem prägt. Voll interessant. Wo warst du so lange? Ja, wo war ich denn wohl so lange? Ich bin in eine Burg reingeschlichen, wieder rausgekommen, ohne dass ich jemand gesehen habe. Ich dachte, sie hätten dich. Ja. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früher. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Endloser blauer Himmel. Damit kratze ich mir am Pimmel. Entschuldigung. Sollte lustig werden, okay? So, optional. Sprich mit deinen Verbündeten. Achso, die sind hier. Habt ihr schon mal die Essenzgeschichten gehört? Der blinde Erzähler? Er hat stets eine neue Geschichte auf Lager. Fürst Sakai. Hallo, Norio. Norio, ich wusste, ihr würdet kommen. Wir kämpften so oft zusammen. Ich bin dabei. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Ich will nur unser Zuhause zurück. Mhm. Wo ist der nächste? Ja, hier sind ein paar. Sakai. Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Ich habe das mit Tomoe nicht vergessen. Wir werden den Khan besiegen. Dann bröckelt ihre Unterstützung wie alte Teeblätter. Ich schulde euch meine Dankbarkeit. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl. Sensei, bereitet euch nun auf morgen vor. Super. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet da nichts. Gut, wer ist der Nächste? Helft mir, mein Herr. Ja, jetzt nehmen wir Moriko. Der mongolische Kaiser hat seinen Thron. Jin. Masako, Entschuldigung. Wir haben die Mörder eurer Familie zwar noch nicht, aber wir müssen gegen den Khan vorgehen. Er ermordete meinen Gemahl, hängte meine Söhne. Auch er soll sterben. Wir bringen ihnen Gerechtigkeit. Danach setze ich meine Jagd fort. Und ich reite mit euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Ach, dass ich immer so lang schwätzen muss. Oder ein kurzer. Da sind wir, mein Herr. Ihr seid gut gelaunt. Natürlich. Ich habe mir einige Gläser gute Laune gegönnt. Gönnt euch nicht zu viel, sonst verschlaft ihr den morgigen Tag. Scherz beiseite. Den morgigen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin für Taka hier. Danke, Kenji. So, jetzt wieder mit Yuna. Oh, immer dieses Hin und Her. Man kann es auch in die Länge ziehen. Es wäre wesentlich einfacher, mit meinem Onkel rumzueiern, aber man muss hier unbedingt noch einen Plot-Twist reinballern. Unfassbar, wie schnell die Mongolen alles eingenommen haben.
Ach, da ist ja die Yuna. Ein Wunder, dass die Mongolen keins der Schwertdenkmäler zerstört haben. Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Das stimmt. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Aha. Natürlich, wegen der Schwernis, nicht aus Neugier oder so. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Ich kann dich nicht verlieren. Na, die Yuna ist lieb. Wir haben so viel durchgemacht. So viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Khan aufhalten. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Klar, hast mich doch zum Mist. Du hast mich doch zum Mistkerl erzogen. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Ich hätte ja wenigstens die Maske ausziehen können. Ja, sind die jetzt in dem Privatgemach? Wer weiß, was die beiden machen. Es ist soweit. Wir müssen den Khan vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Geht. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Gut. Gebt hinten Acht, Masako! Lasst sie nicht hinter uns! Greifen wir sie an! Vorwärts! Au! Mehr Mongolen da oben! Auf sie! Sonst setzen sie uns fest! Drängt sie zurück! Tötet sie alle! Thank you.
So, nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Ja, das lief doch gut. Unser Plan ging auf. Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Läuft doch. Ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Ja. Heute wird der Khan sterben. Hoffentlich. Oder wir. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Dieser feige Lappen. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Klar. Überlasst uns den Kampf. Ich glaube, so wie das aussieht, müsste die Yuna nicht mehr los. Keine Gnade für die Mongolen! Wir kämpfen für Fürst Sakat. Hör mich an! Legium Hasinta! Ich muss auf ein Dach hinauf, das Lager ausspähen. Irgendwie den Khan finden. Na gut, dann will ich mal hier lang und dann über das Seil. Klappt das so? Sieht nämlich in meinen Augen ganz gut aus. Der Wachturm ist perfekt. Da sieht man das ganze Lager. Welcher Wachturm? Das lief. Als gedacht. Zu diesem Wachturm muss ich. Die Frage ist, wie komme ich da am besten... Wie wäre ich denn da hingekommen, ohne zu kämpfen? Sind wir mal ehrlich. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, wenn es darum geht, meine Leute zu knechten, hast du auch und zu quälen, da kannst du mitmachen, ne? Aber wehe, ich tritt ein Kumpel mal in den Sack. Da hast du die Hosen voll. Yo.
Zu welchem Herrenhaus wolltest du jetzt hin? Dahin. Ich will zwar nichts sagen, aber ich bin mit dem Attentat mehr als zufrieden. Yo. Also wenn man das mit den Fähigkeiten raus hat, Leute, dann ist ein normaler Kampf wesentlich angenehmer. Schon richtig. Frage ist nur, hallo kleiner Winnie Pooh, bist du sicher, dass das die Milch von deiner Stute war und nicht von deinem Hengst? Dieser Tod, weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet. Ich bot euch Frieden und ihr wähltet Krieg. Jetzt wird euer Volk auf dem Festland leiden. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Mal rächen. Ach, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Yo. Dieser Wichser, es ist einfach eine Last mit diesem Speer-Dingsbums. Der ist einfach viel zu bewegungsintensiv. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Natürlich. Hier zu sterben!
Natürlich. Na klar. Meine Legende verblasst schon. Dieser Wichskrüppel, ey. Wenn ich den fertig bin, schneide ich ihm beide Beine und die Arme ab und lasse ihn sein Leben lang an der Hunderosette schnuppern. Rache. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. Ihr seid schwach. Dieser Ficker. Ja, natürlich. So, töte den Khan. Der müsste doch eigentlich echt
im Eimer sein. Natürlich. Oh, wie ich das hatte. Ja, natürlich. Was für ein Angriff kann man denn noch machen? Über die halbe Map oder was? Oh. Kann ich einfach normal gegen mich kämpfen und nicht immer wie so ein Lappen verschwinden? Erledigt ihn! War das? Oh ja, man übertreibt doch mal mit dem Fotzendreck, ey. Es ist doch scheiße. Einfach massiv viele Gegner. Das einfach mal gebackt hat. Komm schon. Wenn man schon so einen ekelhaften Gegnerkampf macht, weil man keine Ahnung hat von Action, dann aber. Thank you.
Komm schon, was ist das für ein automatisches Suchen, ey? Weißt du, wenn die Mechanik, die die Entwickler als cool empfanden, gegen dich arbeitet, dann hast du echt was, da hast du dir selbst ins Gesicht gewichst, ey. Ja, haha. Oh, ist doch so assi-deck. Und noch ein Pfeil in den Arsch. Da mussten sie mir nicht nur das Leben nehmen, sondern auch die Ehre. Endlich. Also diese ganzen 1000 Millionen Gegner mit den verschiedenen Stilen, das ist schon ein bisschen hart. Gut, so schnell brennt ein Schiff auf See.
im kältesten Winter jetzt auch nicht zwingend. Aber okay, man muss ja Dramatik reinbringen. Oh, war der Kampf anstrengend. Die gehört dir.